Ist da jemand? Bleiben Sie denn? Ich wollte nur mal sehen, ob... Also bitte, kommen Sie jetzt, wir haben es eilig. Ja, Entschuldigung. Jedes Mal dasselbe. Können Sie nicht einmal pünktlich sein? Nicht so fest. Ich mach das nicht so fest. Doch, das tut Nelle. Weh. So. Ach, na, halt mich doch still. Also geht das nicht anders? Es schwillt immer mehr an. Sie müssen zum Arzt. Ja, ja, halb so wild. Gehen Sie doch endlich nachsehen. Was sind Sie bloß für ein Angsthase? Ich gehe ja schon. Ich gehe ja. Gestern Nacht zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr ist es passiert. Sie haben ihn getötet und anschließend weggebracht. In einem Sarg. Moment, Moment, Moment. Gestern ist also jemand gestorben, wolltest du sagen? Ja. Ein Heimbewohner. Herr Odenthal. Und der Bestatter hat ihn abgeholt. Ja, hörst du mir denn nicht zu? Doch, doch. Bis dahin habe ich alles verstanden. Aber ehrlich gesagt... Das ist doch nichts Ungewöhnliches, dass hier in diesem... In einer Anstalt, in der sowieso dauernd jemand stirbt, willst du sagen? Mama! Sag doch nicht immer Anstalt. Herr Odenthal wurde ermordet und du hast die Pflicht, die Killer zu verhaften. Störe ich? Setzen Sie sich, Sie sind ein Zeuge. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Mein Sohn denkt nämlich, ich werde langsam plemplem. Ach, das ist Herr Singer, mein Bekannter. Er war Schauspieler. Schauspieler bleibt man sein Leben lang. Das ist eine Berufung. Verzeihen Sie bitte. Geht es Ihnen besser? Viel besser, danke. Sie sind also befreundet mit meiner Mutter. Können Sie was über diesen Vorfall sagen? Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und ich hoffe, du nimmst dir daran ein Beispiel. Er sieht doch wirklich noch passabel aus. Verstehen Sie, warum er keine neue Frau findet? Also, was haben Sie denn genau gesehen? Ein Auto. Ja, genau genommen eigentlich nur die Rücklichter. Es war der Leichenwagen. Mit dem haben Sie ihn heimlich weggebracht. Jetzt sagen Sie es doch schon. Ich kann doch nicht... Ich meine, ich muss der Polizei doch die Wahrheit sagen. Also, wir fangen noch mal von vorn an. Du bist also der Meinung, dass hier ein Verbrechen passiert ist? Guten Tag. Tag. Komm mit. Vor 4 Wochen ist Frau Gerber plötzlich verschwunden. Einfach so in der Nacht. Wer ist Frau Gerber? Das erste Opfer. Und nach ihrem Verschwinden habe ich angefangen aufzupassen, Fragen zu stellen. Und dann, letzte Nacht, ist es wieder passiert. Und wieder haben sie beim Frühstück uns erzählt, Herr Odenthal wäre umgezogen, angeblich nach Florida. Ich vermute, es ist Dr. Brenner. Ja, überprüf das. Kannst du das? Ja, das kann ich. Gut, dann werde ich weiter recherchieren. Du setzt dich da hin und schonst dich. Und keine Alleingänge mehr.
Guten Tag. Tag. Dr. Brenner. Ah ja. Ich bin der Sohn von Frau Troitschke. Und meine Mutter liebt Sonne und möchte gern umziehen. Das Zimmer ist ja jetzt frei. Herr Odenthal hat uns leider verlassen. Ja, ich habe davon gehört. Was fehlte ihm denn? Nichts. Nichts? Er hatte eine leichte Lungenentzündung. Aber jetzt geht es ihm wieder bestens. Er ist ausgezogen. Woanders hin. Wohnt jetzt in Florida. Ja, ist auch ein besseres Klima. Wissen Sie, meine Mutter ist nur etwas enttäuscht. Das ging alles so schnell. Er hasste Abschiede. Ah ja. Wegen des Zimmers sollten Sie mit Frau Lenkheit, der Leiterin, sprechen. Ah ja. Vielen Dank, Dr. Brenner. Geht's Ihnen gut? Ich bin Arzt. Wenn es mir nicht gut ginge, würde ich was nehmen. Na dann. Vielen Dank. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um meine Mutter. Die war früher immer so logisch, so nüchtern. Ist schon schlimm, wenn es dann bergab geht. Überprüft die beiden Namen und findet heraus, wo die alten Herrschaften geblieben sind. Vielleicht beruhigt das ja meine Mutter. Ach ja, noch was. Dieser Dr. Brenner, also der war wirklich sehr merkwürdig. Das ist die Langeweile. Boah, das ist ja auch Horror, in so einem Heim zu sein. Das Einzige, was du tun kannst, ist den ganzen Tag rumsitzen und aufs Ende warten. Meine Mutter hat einen Oberschenkelhalsbruch. Sie kam die Treppen nicht mehr hoch. Ich konnte sie nicht zu mir nehmen. Ja, und außerdem ist es besser. Wenn wirklich mal was passiert, dann ist Tag und Nacht jemand da. Ich habe mir das wirklich nicht leicht gemacht, ein gutes Heim zu finden. Und Abendruhe ist ein gutes Heim. Da gibt schöne Zimmer, Gemeinschaftsraum, da wird gerade alles renoviert. Das ist kein Haus, das ist ein Schloss. Hallo, ich habe hier was über den Dr. Brenner. Dr. Johannes Brenner verlor seine Stelle als Chefarzt einer großen Klinik nach einem Kunstfehlerprozess. Das war vor 6 Jahren. Ich habe in dem Zimmer von dem Odenthal diese Spritze gefunden. Ich würde gern wissen, was da drin war. Ach ja, der Herr Odenthal. Also das ist wirklich ein Verlust. Wir haben tagelang zusammen Rommi gespielt. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass er sich so gar nicht verabschiedet hat? Ja. Wahrscheinlich wollte er den Abschied nicht noch schwerer machen. Oder er war so aufgeregt, dass er es einfach vergessen hat. Vielleicht. Früher hat er ja auch nie über Florida gesprochen. Oh doch, wer nicht? Wenn man auf eine so lange Reise geht, dann hat man bestimmt andere Dinge im Kopf, als noch einmal die Runde zu machen und sich von allen zu verabschieden. Alle, die nach Florida ziehen, machen das so. Alle? Ja, wer denn noch? Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. So 6 oder 8. Nicht alle ziehen nach Florida, aber viele. Na, das können Sie ja nicht wissen, Sie sind ja noch nicht so lange bei uns. Aber es ziehen ab und zu welche von uns dahin. Ach, Florida muss schön sein. So viel Sonne. Und dann das Meer. Oh. Hallo. Ja? Wir haben Frau Gerber gefunden. Sie wohnt bei ihrem Sohn in Niederbayern und er freut sich bester Gesundheit. Sicher? Naja, ich habe da angerufen und so getan, als würde ich eine Umfrage machen. Tja. Den Odenthal haben wir noch nicht, aber wenn er gerade erst ausgezogen ist, dann dauert das noch, bis er sich ummeldet. Und wenn er wirklich in Florida ist? Dann ist es kompliziert. Dann müssen wir versuchen, rauszubekommen, ob er im Heim eine Nachseiteadresse hinterlassen hat.
Aber ehrlich gesagt, so wie es bis jetzt aussieht, scheint alles in Ordnung. Danke. Hallo? Mama, ich bin's. Hör zu. Du, es ist schon viel öfter passiert. Herr Odenthal und Frau Gerber sind nicht die einzigen Opfer. Du, Mama, Frau Gerber lebt. Und wir finden sicher auch Herrn Odenthal noch. Das muss ein Irrtum sein. Du musst für mich auch noch die anderen Namen überprüfen. Bitte. Mama. Sonst kann ich hier nie wieder ruhig schlafen. Einverstanden. Und noch was. Der Leichenwagen, der Herrn Odenthal abgeholt hat, war beschriftet mit Grünberg Bestattung. Diesen Laden musst du unbedingt mal ansehen. Gut, mache ich. Und jetzt schreib dir die Namen auf. Keller Heinrich, Weimar Charlotte, Rühlsdorf Friedrich. Meine Mutter hat mir eine ganze Liste mit Namen gegeben. Die Opfer der letzten Jahre. Miguel hat den Befund aus dem Labor. Ja, in der Spritze, die du gefunden hast, war Morphium. Wird bei Schwerkranken eingesetzt. Aber entsprechend hoch dosiert führt das natürlich relativ schnell zum Tod. Sterbehilfe? Wäre doch möglich. Also das wäre wirklich nicht das erste Mal. Damit wäre auch völlig klar, warum der Arzt die Sache vertuschen will. Aktive Sterbehilfe ist strafbar. Dr. Brenner sagte, er hatte nur eine leichte Lungenentzündung. Was hätte er denn sonst erzählen sollen? Dass er den Typen gerade von seinen Schmerzen erlöst hat? Überleg doch mal, Hajo, wer so krank ist, fliegt nicht nach Florida. Mal angenommen, wir reden von Sterbehilfe. Wo ist die Leiche? Entschuldigen Sie. Oh, verzeihen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Macht viel Arbeit, so ein großer Garten. Ja, ist mein Hobby. Aber Sie verwenden auch künstliche Blumen. Wenn Sie ein Arrangement in Auftrag geben, dann sind es natürlich frische. Ja. Ich bin hergekommen, weil meine Mutter, die lebt im Haus Abendruh. Eine gute Wahl. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich alle Fälle seit Jahren in diesem Haus betreue. Und gibt's viele? Naturgemäß. Ja, Sie wurden mir empfohlen. Gut, dass Sie sich schon Gedanken machen. Was stellen Sie sich denn vor für Ihre Frau Mutter? Ach, das ist doch... Der ist eigentlich ganz hübsch. Ja, von innen? Elfenbeinfarbenes Organza. Entschuldigung, ich habe das Holz vorhin frisch poliert. Aber ich kann Ihnen ein Musterbuch zeigen. Mhm. Ja. Wirklich hübsch. Gibt es hier in der Nähe einen Friedhof? Das wäre dann der Südfriedhof. Direkt in der Nähe gibt es leider nichts. Hätten Sie denn Interesse an einer Grabstelle? Ich könnte Ihnen da ein ganz interessantes Angebot machen über eine Familienruhestelle. Die Preise sind zwar jetzt schon etwas höher, aber sie werden noch weiter steigen. Das ist eine hervorragende Investition in die Zukunft. Das klingt ja gut. Haben Sie vielleicht Prospekte? Das heißt doch bei Ihnen Prospekte. Wir nennen es unsere letzter Wegberater. Ich hole Ihnen mal welche. Ich bin doch gar nicht krank. Aber Sie können doch nicht alles verlernt haben. Shakespeare ist etwas anderes, als eine Magenverstimmung vorzutäuschen. Ach, das alles muss man selber machen. Das ist der Stress. Das macht einen fertig. Immer dieser Stress. Tja, man sollte irgendwo beschaulich und in Ruhe leben. Vielleicht im Süden.
Das ist das Beste, was Sie machen können. Mediterranes Klima. Nie wieder Rheuma. Leider fürchte ich, dass meine Rente dafür zu knapp bemessen ist. Ja, ein wenig beneide ich unseren Herrn Odenthal schon. Wer? Na, Herrn Odenthal. Der lebt doch jetzt in Florida. Ja, ja, natürlich. Kommt diese Empfehlung eigentlich von Ihnen, dahin zu ziehen? Florida scheint ja äußerst beliebt zu sein. Ich? Ja, aus medizinischen Gründen. Wird das Rheuma wirklich besser? Ja, wie geht es denen denn dort so? Bestens. Die fühlen sich alle pudelwohl. Ich bekomme viel Post. Ich kann Sie beruhigen. Ihnen fehlt nichts weiter. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch etwas geben. Ist das notwendig? Haben Sie Angst vor Spritzen? Ach, ehrlich gesagt schon. Es ist nur ein kleiner Pieks. Machen Sie bitte den Arm frei. Was ist denn das? Vitamine. Ach, nein, danke. Den Arm frei, bitte. Eigentlich esse ich doch lieber frisches Obst. Aber Sie vertrauen mir doch. Ja, ja, natürlich. Wenn es morgen nicht besser ist, komme ich wieder vorbei. So beunruhigend finde ich das gar nicht. Eher schrullig irgendwie. Das ist eben nicht. Leider. Ich wollte nur, dass du vorbereitet bist, wenn du sie besuchst. Das Heim ist die beste Lösung. Die vernünftigste. Vielleicht wäre die häusliche Krankenpflege ja doch besser gewesen. Das war ihre eigene Idee. Sie wollte in ein Heim. Was hätte ich denn tun sollen? Oma hatte große Angst davor. Sie wollte auf keinen Fall in so eine Anstalt. Jetzt fang du auch an, von der Anstalt zu reden. Das ist ein sehr schönes Altersheim. Wie kommst du überhaupt darauf, dass sie da nicht hin wollte? Sie hat es mir gesagt, als ich ihr beim Packen geholfen habe. Ja, ich musste ihr versprechen, dir nichts zu erzählen. Oma weiß doch genau, wie viele Vorwürfe du dir schon machst. Sie fand, das ist die vernünftigste Lösung. Es war ihre Entscheidung. Warum musst du denn immer alles wortwörtlich nehmen? Wir müssen uns einfach ein bisschen mehr um Oma kümmern. Ich könnte zum Beispiel versuchen, 2-3 Mal die Woche bei ihr vorbeizufahren. Wenn Oma ein bisschen mehr Zuwendung bekommt, dann hört sie bestimmt auf, dir solche Räuberpistolen zu erzählen. Ich werde mit ihr reden. Obwohl ich den Gedanken ganz lustig finde. Oma als Miss Marple? Tote schreiben keine Postkarten. Stimmt. Tote ganz sicher nicht. Sie haben sich geirrt. Es müssen Fälschungen sein. Die sind doch mit diesem Sarg nicht einfach so spazieren gefahren. Es war ein langer Tag. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Jetzt? Naja, ausgeschlafen sind Sie mir sowieso eine größere Hilfe. Modell Amazonas. Aus Tropenholz. Handgefertigte Griffe. Das hätte ihm sicher gefallen. Muss es denn immer gleich das Teuerste sein? Halten Sie den Mund. Ein bisschen mehr Respekt vor Herrn Odenthal, wenn ich bitten darf. Schließlich hat er 12 Jahre bei uns gelebt. Und die Tropen hat er so gemocht. Ja, das hat er. Bringen wir es hinter uns. Erde zu Erde. Staub zu Staub. Sei nicht traurig. Er hatte doch niemanden mehr. Wenn man ihn regulär auf der anonymen Streuwiese bestattet hätte, wäre niemand gekommen. Sie sind zu spät. Ich wollte ich. Ja, Sie haben es vergessen. Ja. Ich bin untröstlich. Aber das nächste Mal können Sie auf jeden Fall wieder mit mir rechnen. Und? Wie sieht's aus? Schlecht. Wir müssen reden. Sie ist uns auf der Spur.
war der Sohn von Frau Trautschke bei mir. Na und? Er hat sich umgesehen und nichts gefunden. Warum hast du solche Angst? Sollen wir denn einfach da sitzen und warten, bis die Polizei kommt? Die war schon da. Der Sohn von Frau Trautschke ist bei der Kripo. Was machen wir denn jetzt? Beruhigen Sie sich bitte. Es gibt keine Ermittlungen. Er hat das nur getan, weil seine Mutter ihn drum gebeten hat. Ja, dann werde ich wieder zurückfahren. Kann ich sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, lassen Sie Frau Trautschke nicht aus den Augen. Gute Nacht. Komm mal her. Ich habe alles fest im Griff. Die können uns gar nichts. Der Plan ist perfekt. Du vertraust mir doch. Ja. Guten Tag. Die sind alle beim Bingo. Aber ich gehe da nicht mehr hin. Die betrügen. Alte Menschen werden immer betrogen. Das sagen sie auch im Fernsehen. Alles Betrug. Danke. Und unsere nächste Zahl ist die 55. Und jetzt haben wir die 97. Hallo, Mama. Hajo, gut, dass du kommst. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Es gibt neue Beweise. Ja. Können wir nicht woanders miteinander reden? Herr Singer, Entschuldigung, aber ich würde mit meiner Mutter gerne alleine reden. Natürlich. Wollen wir irgendwo essen gehen? Ach, gern. Das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Ja, genau. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen denn heute? Danke. Viel besser. Ich muss sagen, dass ich nach Ihrem Besuch gestern ein wenig beunruhigt war. Was fehlt denn meiner Mutter? Der Allgemeinzustand. Wir haben das leider häufiger in der Eingewöhnungszeit. Die ganze Umstellung der Lebensgewohnheiten, das ist alles eine erhebliche nervliche Belastung. Sie wissen ja, Sie können jederzeit zu mir kommen. Ja, sicher. Gute Idee, hierher zu kommen. Es ist besser, wenn Frau Lenkheit uns nicht sieht. Ich habe den Eindruck, dass sie mich beobachtet. Mama, ich habe mit Leni gesprochen. Ah ja, ich hoffe, es geht dir gut. So, und jetzt zieh dir mal an, was ich gefunden habe. Mama, ich weiß, was los ist. Du hättest mir sagen müssen, dass du dich hier nicht wohlfühlst. Und du hättest mir sagen müssen, dass du nicht in dieses Heim wolltest. Hajo, mach dir doch meinetwegen keine Gedanken. Es ist alles gut, so wie es ist, wirklich. Und seit ich Herrn Singer in dieser Anstalt kennengelernt... Mama, Anstalt. Ich verspreche dir, dass ich in Zukunft mehr für dich da sein werde. Ja, das ist so schön, mein Junge. Und dann ist alles gut, ja? Hajo, du denkst doch wohl nicht etwa... Ich hätte mir diese furchtbare Geschichte ausgedacht. Mama, solche Anschuldigungen, die sind kein Spaß. Was denkst du, was passiert, wenn der Staatsanwalt erfährt, was ich hier mache? Ja, dann sehen wir doch mal, was dein Staatsanwalt dazu sagt. Diese Postkarten sind von den Mordopfern geschrieben worden. So, da. Das beweist nur, dass du dich irrst, Mama. Das habe ich organisiert. Ein Rezept für Zupfkuchen. Das hat Frau Balmer mal aufgeschrieben. Und jetzt vergleiche mal das Rezept mit der Karte, die Frau Balmer angeblich aus Florida geschrieben hat. Fälschung.
Forschungen. Schickt die in euer Labor, so was habt ihr doch. Ja, Mama. Und noch etwas. Weißt du, wer jedes Jahr nach Florida in den Urlaub fliegt? Die Leiterin unserer Anstalt, Magda Lenkheit. Wir haben was Interessantes über die Bestatterin rausgefunden. Sie heißt erst Grünberg, seit sie geheiratet hat. Früher hieß sie Anka Lenkheit. Sie ist die Schwester der Heimleiterin. Tja, das allein ist nicht verdächtig. Weißt du was über die Rentner? Wir haben noch nicht alle Ergebnisse, aber die meisten sind definitiv in Florida. Sie haben ihre neue Adresse ganz regulär bei der Rentenversicherung angegeben. Das Sunshine Retirement Home. Und gibt es da eine Telefonnummer? Nee, das ist eine sogenannte PO-Box, ein Postfach. Ist aber nicht unüblich in Amerika. Ich frage mich so die ganze Zeit, warum die so scharf sind auf Florida. Die kommen aus dem Osten. Konnte das ganze Leben noch nicht raus. Moment. Und die Rente wird an dieses Haus überwiesen? Ja, ganz offiziell. Wäre das nicht ein Motiv? Ja, logisch. Die lassen die Alten verschwinden, kassieren die Rente über das Konto in Florida weiter. Und die falschen Postkarten schickt Frau Lenkheit aus dem Urlaub ab. Ich prüfe mal, ob die Poststempel mit ihren Ferien übereinstimmen. Also, wenn es stimmt, dann geht's darum richtig Fettkohle. Ja, aber wir haben keine Beweise. Ja, aber wenn wir versuchen, diese Frau Lenkheit aus der Reserve zu locken? Ich meine, vielleicht macht sie einen Fehler, wenn sie so scharf aufs Geld ist. Mein Opa, der hat per Dauerauftrag Lotto gespielt. Das könnte bei Odenthal ähnlich sein. Schau mal, Hajo. Deine Mutter sagt, dass er tot ist. Frau Lenkheit sagt, er ist umgezogen. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn er plötzlich den Jackpot gewinnt. Es tut mir wirklich sehr leid, aber Sie können Herrn Odenthal nicht sprechen. Es ist wirklich wichtig. Sehr, sehr wichtig. Es war gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wir mussten sogar die Rentenversicherung anrufen, um die Adresse zu bekommen. Worum geht es? Das dürfen wir Ihnen leider nicht sagen. Sagen Sie uns auch einfach, in welchem Zimmer er wohnt. Und ich bin mir ganz sicher, er wird Ihnen schon selber sagen, worum es geht. Herr Odenthal hat hier kein Zimmer mehr. Oh, es ist doch nichts passiert. Nein, er ist umgezogen. Nach Florida. Oh, das ist aber ärgerlich. Das wird die ganze Abwicklung nur unnötig komplizieren. Aber vielleicht können Sie uns ja doch helfen. Haben Sie seine neue Adresse? Nein, leider nicht. Noch nicht. Wären Sie bitte so nett, uns anzurufen, falls Herr Odenthal sich doch noch mal meldet? Es ist wirklich dringend. Und Sie können mir wirklich nicht sagen, worum sich's dreht. Er soll uns einfach nur anrufen. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Irgendjemand ruft an, garantiert. Wenn das Odenthal ist, dann haben wir ein Problem. Geh du ran. Ich kann es nicht. Das ist seriös genug. Moment mal, Moment mal. Das war deine Idee und deine Stimme kennt er nicht. Sachsen-Leute, Sie sprechen mit Ron Schmidt. Hallo? Aufgelegt. Gott, das ist ein Schwachsinn, Sie. Ich kann doch den ganzen Tag so ans Telefon gehen. Die sind gerade genauso nervös wie wir. Na und? Und? Wusste jemand, dass Herr Odenthal Lotto gespielt hat? Lotto? Die beiden waren vom Lotto? Das ist doch Unsinn. Ja, das stimmt. Die kommen doch nicht persönlich vorbei. Bei einem bestimmten Betrag schon. Und ich spreche hier von einem sehr hohen Betrag. Ach, das gibt doch nur Schwierigkeiten. Oder sehr, sehr viel Geld. Hier, fragen Sie, wie viel Sie gewonnen haben. Ich? Ja, Herr Odenthal. Aber ich bin doch längst in Florida. Ja, die Abreise ist eben ein bisschen verzögert worden. Sachsen-Lotto, Sie sprechen mit Herrn Schmidt. Hier ist Odenthal. Ein Herr Maybach wollte mich sprechen. Eine Sekunde bitte. Ist Odenthal. Was machen wir jetzt? Stell durch. Herr Odenthal, ich glaube, es wäre besser, Sie setzen sich mal hin. Ich sitze. Sie sind der Gewinner unseres Jackpots, Herr Odenthal. Herzlichen Glückwunsch. Jackpot? Ja, schön. Und wie viel? Ist es üblich, dass wir das persönlich mitteilen? Sind Sie noch in Leipzig? Ob ich noch in Leipzig bin? Tja, ja, bin ich. Im Haus Abendruh. Im Haus Abendruh.
Ich bin noch einmal zurückgekommen, weil ich noch etwas vergessen habe. Ich würde dann auf Sie warten. Wunderbar, dann sind wir in 2 Stunden da und halten Sie bitte Ihren Personalausweis bereit. Ja? Danke. Und der ist in Leipzig. Und ganz zufällig im Haus Abendruhe. Also wenn das wirklich Odenthal ist, dann können wir morgen alle den Verkehr regeln. Also wenn ihr lieber abbrechen wollt, dann kann ich das gut verstehen. Das ist unsere große Chance. Wir holen uns das Geld und dann hören wir endgültig auf. Ich mache nur mit, wenn wir dann endlich weggehen. Jetzt, wo das Heim fast vollständig restauriert ist? Keinen Tag länger als unbedingt nötig bleibe ich hier bei diesen Toten. Wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine. Wir bleiben zusammen. Wo willst du denn hin? Florida. Wenn das schief geht, landen wir alle im Gefängnis. Das ist der Jackpot. Sie wollen Odenthal persönlich sehen, ihn und seinen Ausweis. Wir sind geliefert. Kein Problem. Sie werden ihn sehen. Das Foto ist uralt. Alles wird klappen, wenn Sie sich an meinen Plan halten. Nein, das tue ich nicht. Ach. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Polizei von Ihrem kleinen Drogenproblem hört? Wo wollen Sie dann noch hin? Also in diesem Zustand sind Sie uns wirklich keine große Hilfe. Stellen Sie das endlich ab! Herein. Störe ich? Ach, Unsinn. Sie da nicht. Ich, ich wollte Ihnen etwas sagen. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Und ich hoffe, Sie empfinden das jetzt nicht als zu forsch. Aber ich würde Ihnen gerne zeigen, wie sehr ich Sie schätze. Sie sind eine ganz besondere Frau. Nein, ist das wundervoll. Und deshalb möchte ich Sie auch bitten, sich nicht weiter in Gefahr zu bringen. Ach, Sie sind einfallig. Ist die schön? Sie geben auf sich Acht, bitte. Ja? Wissen Sie, wie lange es her ist, seit mir das letzte Mal jemand eine Rose geschenkt hat? Herr Singer, ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal so etwas zu einem Mann sagen würde, aber... Könnten Sie sich vorstellen, vielleicht, also ich meine... Ich muss Ihnen noch etwas über mich sagen. Ich kenne Sie gut genug. Und ein kleines Geheimnis hat ja schließlich jeder von uns. Es ist nicht ein Geheimnis dieser Art. Nichts könnte mich davon abhalten, Sie jetzt das zu fragen. Herr Singer... Ja? Ja. Ja, natürlich. Es ist für Sie, Dr. Brenner. Singer, ja, muss das unbedingt jetzt sein? Ja, ich verstehe, ja. Ja, gut. Ich bitte um Entschuldigung. Ich muss meine Medikamente. Es ist sehr dringend. Ein ganz besonders schwieriges Publikum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch, doch, Frau Lenkert war sehr angetan von Ihnen. Ja, wirklich? Ja, sie hat ja sogar mal erwähnt, dass sie mich damals am Staatstheater gesehen hat und war, mit Verlaub gesagt... Begeistert. Die Leute von der Lottogesellschaft werden gleich hier sein. Ich bin sofort fertig.
Machen Sie sich keine Sorgen. Das tue ich nicht. Aber Frau Lenkert hat gesagt, dass Sie wahrscheinlich mit Ihnen nach unten gehen wollen. Was sie zu verhindern weiß. Und falls das nicht klappt... simuliere ich eine Herzattacke und dann kommen Sie und schicken die Leute weg. Hauptsache, Sie unterschreiben vorher die Formulare. Vergessen Sie nicht, die Formulare zu unterschreiben. Frau Lenkert kann sich voll und ganz auf mich verlassen. Ich habe Sie schon gesucht. Was tun Sie? Schnell. Schnell, Sie müssen gehen. Tut mir leid. Ich wollte das alles nicht. Aber wissen Sie, wie schwer es ist, für einen Schauspieler in meinem Alter eine gute Rolle zu bekommen? Sie dürfen hier nichts tun! Endlich hier sein! Frau Lenkert ist leider verhindert. Aber sie hat Ihnen sicherlich gesagt, dass Sie sich bitte so kurz wie möglich... Ich verstehe das nicht. Ich werde ihn sofort suchen gehen. Was soll denn das bedeuten? Das wird sich alles aufklären. Herr Odenthal ist sicherlich nur ganz kurz weggegangen. Sind Sie sich da sicher? Wir sind von der Kriminalpolizei, Herr Dr. Brenner. Ich habe nichts damit zu tun. Womit? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie uns ein bisschen was erzählen. Aber wir können Sie doch nicht einfach hier drin. Ich rede mit ihr. Frau Trautschke? Frau Trautschke, warum haben Sie bloß nicht auf uns gehört? Wir wollen wirklich nicht, dass Ihnen was passiert. Vielleicht können wir uns ja gütlich einigen. Ganz sicher nicht. Jan, der Singer hat die Polizei angerufen. Meine Mutter ist offenbar entführt worden. Was ist los bei euch? Verstehe. Wir fahren jetzt zum Bestattungsinstitut. Seht zu, dass ihr den Singer findet. Er könnte ebenfalls eine Gefahr sein. Was soll ich denn tun? Meine gesamte Existenz aufs Spiel setzen? Nur weil ich dieses kleine Problem habe? Schauen Sie sich bitte nach einem gewissen Herrn Singer um. Er hat die Polizei angerufen. Offenbar wurde Hajos Mutter entführt. Mach ich. Sie glauben ja gar nicht, in welchen Schwierigkeiten Sie stecken. Freiheitsberaubung, Mord... Ich habe niemanden umgebracht. Diese alten Leute, die sind alle eines natürlichen Todes gestorben. Ja, klar. Ich habe das überprüft. Ich bin Arzt. Herr Singer! Was verlangen Sie, damit Sie den Mund halten? Ich lasse mich von keiner Mörderin kaufen. Wir haben niemanden umgebracht. Wir haben nur die Rente weiterbekommen. Wie niederträchtig. Haben Sie sich schon einmal die Mühe gemacht, das Ganze zu sehen? Dieses Land vergreist. Immer mehr Rentner, die immer höhere Ansprüche stellen. Woher soll denn das ganze Geld kommen? Für das Essen und das schöne Haus. Wir haben nur versucht zu helfen. Alle wurden ordnungsgemäß bestattet. Niemand ist bisher zu Schaden gekommen. Mein Sohn wird Ihnen das Handwerk legen. Heißt das also nein? Dann lassen Sie uns keine andere Wahl. Nein, nein, da mache ich nicht mit. Wir bringen Sie in den Lagerraum. Sie bekommt genug Essen und Wasser und für ein paar Tage wird das schon irgendwie gehen. Ja, aber... Ja, nur bis wir die Konten aufgelöst haben. Zusammen mit dem Lottogeld reicht es, damit wir verschwinden können. Und dann ist endlich alles vorbei? Ja, dann ist endlich alles vorbei. Ich gehe da mal ein paar Lebensmittel einkaufen. Polizei! Hände hoch! Wo ist meine Mutter?
Ja, danke. Ich habe mit Dr. Conradi gesprochen. Sie hat gerade die Obduktion von Herrn Odenthal abgeschlossen. Keine äußerliche Gewalteinwirkung, keine Überdosis Morphium. Sieht ganz so aus, als wäre eines natürlichen Todes gestorben. Die haben wohl doch die Wahrheit gesagt. Wie viel Särge habt ihr denn bis jetzt gefunden? 8. Ja. Mal 8? Ja, das lohnt sich. Die haben in den letzten 3 Jahren mehr als 1 Million Euro abgezockt. Das wäre dann eindeutig das Motiv. Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst. Vor Glück. Mama, willst du es nicht noch mal überlegen? Ich meine, wir finden bestimmt ein schönes Heim. Nein, mein Junge. Ich habe endgültig genug von dieser Art Anstalt. Mama. Ach, wir haben eine kleine, gemütliche Wohnung gefunden. Südseite, im Erdgeschoss. Herr Singer, Sie wissen schon, dass ich nicht so begeistert davon bin. Ich werde mich gut um Ursula kümmern. Schließlich habe ich ja so einiges wieder gut zu machen. Ach, nun stell dich nicht so an. Schließlich ist er ja nur wegen Beihilfe zum Betrug angeklagt. Und wenn du ein gutes Wort für ihn einlegst, bekommt er bestimmt Bewährung. Na gut, meinetwegen. Ich kann dich ja sowieso nicht umstimmen. Stimmt. Jetzt hättest du beinahe deine ganzen Krimis vergessen, Oma. Ach, die bleiben hier. Die erste gute Nachricht heute. Die habe ich doch alle schon gelesen. Ich kaufe neue. Ist da jemand? Bleiben Sie denn? Ich wollte nur mal sehen, ob... Also bitte, kommen Sie jetzt, wir haben es eilig. Ja, Entschuldigung. Jedes Mal dasselbe. Können Sie nicht einmal pünktlich sein? Nicht so fest. Ich mach das nicht so fest. Doch, das tut Nenne. Weh. So. Ach, halt mich doch still. Also geht das nicht anders? Es schwillt immer mehr an. Sie müssen zum Arzt. Ja, ja, halb so wild. Gehen Sie doch endlich nachsehen. Was sind Sie bloß für ein Angsthase? Ich gehe ja schon. Ich gehe ja. Thank you.
Gestern Nacht zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr ist es passiert. Sie haben ihn getötet und anschließend weggebracht. In einem Sarg. Moment, Moment, Moment. Gestern ist also jemand gestorben, wolltest du sagen? Ja. Ein Heimbewohner. Herr Odenthal. Und der Bestatter hat ihn abgeholt. Ja, hörst du mir denn nicht zu? Doch, doch. Bis dahin habe ich alles verstanden. Aber ehrlich gesagt, das ist doch nichts Ungewöhnliches, dass hier in diesem... In einer Anstalt, in der sowieso dauernd jemand stirbt, willst du sagen? Mama! Sag doch nicht immer Anstalt. Herr Odenthal wurde ermordet und du hast die Pflicht, die Killer zu verhaften. Störe ich? Setzen Sie sich, Sie sind ein Zeuge. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Mein Sohn denkt nämlich, ich werde langsam plemplem. Ach, das ist Herr Singer, mein Bekannter. Er war Schauspieler. Schauspieler bleibt man sein Leben lang. Das ist eine Berufung. Verzeihen Sie bitte. Geht es Ihnen besser? Viel besser, danke. Sie sind also befreundet mit meiner Mutter. Können Sie was über diesen Vorfall sagen? Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und ich hoffe, du nimmst dir daran ein Beispiel. Er sieht doch wirklich noch passabel aus. Verstehen Sie, warum er keine neue Frau findet? Also, was haben Sie denn genau gesehen? Ein Auto. Ja, genau genommen eigentlich nur die Rücklichter. Es war der Leichenwagen. Mit dem haben Sie ihn heimlich weggebracht. Jetzt sagen Sie es doch schon. Ich kann doch nicht... Ich meine, ich muss der Polizei doch die Wahrheit sagen. Also, wir fangen noch mal von vorn an. Du bist also der Meinung, dass hier ein Verbrechen passiert ist? Guten Tag. Tag. Komm mit. Vor 4 Wochen ist Frau Gerber plötzlich verschwunden. Einfach so in der Nacht. Wer ist Frau Gerber? Das erste Opfer. Und nach ihrem Verschwinden habe ich angefangen aufzupassen, Fragen zu stellen. Und dann, letzte Nacht, ist es wieder passiert. Und wieder haben sie beim Frühstück uns erzählt, Herr Odenthal wäre umgezogen, angeblich nach Florida. Ich vermute, es ist Dr. Brenner. Ja, überprüf das. Kannst du das? Ja, das kann ich. Gut, dann werde ich weiter recherchieren. Du setzt dich da hin und schonst dich. Und keine Alleingänge mehr. Guten Tag. Tag. Dr. Brenner. Ah ja. Ich bin der Sohn von Frau Troitschke. Und meine Mutter liebt Sonne und möchte gern umziehen. Das Zimmer ist ja jetzt frei. Herr Odenthal hat uns leider verlassen. Ja. Ich habe davon gehört. Was fehlte ihm denn? Nichts. Nichts? Er hatte eine leichte Lungenentzündung. Aber jetzt geht es ihm wieder bestens. Er ist ausgezogen. Woanders hin.
wohnt jetzt in Florida. Ja, ist auch ein besseres Klima. Wissen Sie, meine Mutter ist nur etwas enttäuscht. Das ging alles so schnell. Er hasste Abschiede. Ah ja. Wegen des Zimmers sollten Sie mit Frau Lenkheit, der Leiterin, sprechen. Ah ja. Vielen Dank, Dr. Brenner. Geht's Ihnen gut? Ich bin Arzt. Wenn es mir nicht gut ginge, würde ich was nehmen. Na dann. Vielen Dank. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um meine Mutter. Die war früher immer so logisch, so nüchtern. Ist schon schlimm, wenn es dann bergab geht. Überprüft die beiden Namen und findet heraus, wo die alten Herrschaften geblieben sind. Okay. Vielleicht beruhigt das ja meine Mutter. Ach ja, noch was. Dieser Dr. Brenner. Also der war wirklich sehr merkwürdig. Das ist die Langeweile. Boah, das ist ja auch Horror, in so einem Heim zu sein. Das Einzige, was du tun kannst, ist den ganzen Tag rumsitzen und aufs Ende warten. Meine Mutter hat einen Oberschenkelhalsbruch. Sie kam die Treppen nicht mehr hoch. Ich konnte sie nicht zu mir nehmen. Ja, und außerdem ist es besser. Wenn wirklich mal was passiert, dann ist Tag und Nacht jemand da. Ja, ich habe mir es wirklich nicht leicht gemacht, ein gutes Heim zu finden. Und Abendruhe ist ein gutes Heim. Es gibt schöne Zimmer. Gemeinschaftsraum, da wird gerade alles renoviert. Das ist kein Haus, das ist ein Schloss. Hajo, ich habe hier was über den Dr. Brenner. Dr. Johannes Brenner verlor seine Stelle als Chefarzt einer großen Klinik nach einem Kunstfehlerprozess. Das war vor 6 Jahren. Ich habe in dem Zimmer von dem Odenthal diese Spritze gefunden. Ich würde gern wissen, was da drin war. Ach ja, der Herr Odenthal. Also das ist wirklich ein Verlust. Wir haben tagelang zusammen Rommi gespielt. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass er sich so gar nicht verabschiedet hat? Ja. Wahrscheinlich wollte er den Abschied nicht noch schwerer machen. Oder er war so aufgeregt, dass er es einfach vergessen hat. Vielleicht. Früher hat er ja wohl nie über Florida gesprochen. Oh doch, wer nicht? Wenn man auf eine so lange Reise geht, dann hat man bestimmt andere Dinge im Kopf, als noch einmal die Runde zu machen und sich von allen zu verabschieden. Alle, die nach Florida ziehen, machen das so. Alle? Ja, wer denn noch? Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. So 6 oder 8. Nicht alle ziehen nach Florida, aber viele. Na, das können Sie ja nicht wissen. Sie sind ja noch nicht so lange bei uns. Aber es ziehen ab und zu welche von uns dahin. Ach, Florida muss schön sein. So viel Sonne. Und dann das Meer. Ach. Hallo. Ja. Wir haben Frau Gerber gefunden. Sie wohnt bei ihrem Sohn in Niederbayern und erfreut sich bester Gesundheit. Sicher? Naja, ich habe da angerufen und so getan, als würde ich eine Umfrage machen. Tja. Den Odenthal haben wir noch nicht, aber wenn er gerade erst ausgezogen ist, dann dauert das noch, bis er sich ummeldet. Und wenn er wirklich in Florida ist? Dann ist kompliziert. Dann müssen wir versuchen rauszubekommen, ob er im Heim eine Nachseitenadresse hinterlassen hat. Aber ehrlich gesagt, so wie es bis jetzt aussieht. Scheint alles in Ordnung. Danke. Hallo? Mama, ich bin's. Gott, hör zu. Du, es ist schon viel öfter passiert. Herr Odenthal und Frau Gerber sind nicht die einzigen Opfer. Du, Mama, Frau Gerber lebt. Und wir finden sicher auch Herrn Odenthal noch. Das muss ein Irrtum sein. Du musst für mich auch noch die anderen Namen überprüfen. Bitte. Sonst kann ich hier nie wieder ruhig schlafen. Einverstanden. Und noch was. Der Leichenwagen, der Herrn Odenthal abgeholt hat, war beschriftet mit Grünberg Bestattung. Diesen Laden musst du unbedingt mal ansehen. Gut, mache ich. Und jetzt schreib dir die Namen auf. Keller Heinrich. Beimer Charlotte. Rülsdorf Friedrich. Meine Mutter hat mir eine ganze Liste mit Namen gegeben. Die Opfer der letzten Jahre. Miguel hat den Befund aus dem Labor. Ja, in der Spritze, die du gefunden hast, war Morphium. Wird bei Schwerkranken eingesetzt. Aber entsprechend hoch dosiert führt das natürlich relativ schnell zum Tod. Sterbehilfe? Wäre doch möglich.
Also das wäre wirklich nicht das erste Mal. Damit wäre auch völlig klar, warum der Arzt die Sache vertuschen will. Aktive Sterbehilfe ist strafbar. Dr. Brenner sagte, er hatte nur eine leichte Lungenentzündung. Was hätte er denn sonst erzählen sollen? Dass er den Typen gerade von seinen Schmerzen erlöst hat? Überleg doch mal, Hajo, wer so krank ist, fliegt nicht nach Florida. Mal angenommen, wir reden von Sterbehilfe. Wo ist die Leiche? Ja, ich bin untröstlich. Aber das nächste Mal können Sie auf jeden Fall wieder mit mir rechnen. Und, wie sieht's aus? Schlecht. Wir müssen reden. Sie ist uns auf der Spur. Heute war der Sohn von Frau Trautschke bei mir. Na und? Er hat sich umgesehen und nichts gefunden. Warum hast du solche Angst? Sollen wir denn einfach da sitzen und warten, bis die Polizei kommt? Die war schon da. Der Sohn von Frau Trautschke ist bei der Kripo. Was machen wir denn jetzt? Beruhigen Sie sich bitte. Es gibt keine Ermittlungen. Er hat das nur getan, weil seine Mutter ihn drum gebeten hat. Ja. Dann werde ich wieder zurückfahren. Kann ich sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, lassen Sie Frau Trautschke nicht aus den Augen. Gute Nacht. Ich habe alles fest im Griff. Die können uns gar nichts. Der Plan ist perfekt. Du vertraust mir doch. Ja. Guten Tag. Die sind alle beim Bingo. Aber ich gehe da nicht mehr hin. Die betrügen. Alte Menschen werden immer betrogen. Das sagen sie auch im Fernsehen. Alles Betrug. Danke. Und unsere nächste Zahl ist die 55. Und jetzt haben wir die 97. Hallo, Mama. Hajo, gut, dass du kommst. Wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Es gibt neue Beweise. Ja. Können wir nicht woanders miteinander reden? Herr Singer, Entschuldigung, aber ich würde mit meiner Mutter gerne alleine reden. Natürlich. Hajo. Wollen wir irgendwo essen gehen? Ach, gern. Das haben wir ewig nicht mehr gemacht. Ja, genau. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen denn heute? Danke. Viel besser. Ich muss sagen, dass ich nach Ihrem Besuch gestern ein wenig beunruhigt war. Was fehlt denn meiner Mutter? Der Allgemeinzustand. Wir haben das leider häufiger in der Eingewöhnungszeit. Die ganze Umstellung der Lebensgewohnheiten, das ist alles eine erhebliche nervliche Belastung. Sie wissen ja, Sie können jederzeit zu mir kommen. Ja, sicher. Gute Idee, hierher zu kommen. Es ist besser, wenn Frau Lenkheit uns nicht sieht. Ich habe den Eindruck, dass sie mich beobachtet. Mama. Ich habe mit Leni gesprochen. Ah ja, ich hoffe, es geht dir gut. So, und jetzt sieh dir mal an, was ich gefunden habe. Mama, ich weiß, was los ist. Du hättest mir sagen müssen, dass du dich hier nicht wohlfühlst. Und du hättest mir sagen müssen, dass du nicht in dieses Heim wolltest. Hajo, mach dir doch meinetwegen keine Gedanken. Es ist alles gut, so wie es ist, wirklich. Und seit ich einen Singer in dieser Anstalt kennengelernt. Mama, Anstalt. Ich verspreche dir, dass ich in Zukunft mehr für dich da sein werde. Ja, das ist so schön, mein Junge. Und dann ist alles gut, ja? Hajo, du denkst doch wohl nicht etwa, ich hätte mir diese furchtbare Geschichte ausgedacht. Mama, solche Anschuldigungen, die sind kein Spaß. Was denkst du, was passiert, wenn der Staatsanwalt erfährt, was ich hier mache? Ja, dann sehen wir doch mal, was dein Staatsanwalt dazu sagt. Diese Postkarten
sind von den Mordopfern geschrieben worden. So, da. Das beweist nur, dass du dich irrst, Mama. Das habe ich organisiert. Ein Rezept für Zupfkuchen. Das hat Frau Balmer mal aufgeschrieben. Und jetzt vergleiche mal das Rezept mit der Karte, die Frau Balmer angeblich aus Florida geschrieben hat. Aber ich bin doch gar nicht krank. Aber Sie können doch nicht alles verlernt haben. Shakespeare ist etwas anderes, als eine Magenverstimmung vorzutäuschen. Ach, das alles muss man selber machen. Das ist der Stress. Das macht einen fertig. Immer dieser Stress. Tja, man sollte irgendwo beschaulich und in Ruhe leben. Vielleicht im Süden. Das ist das Beste, was Sie machen können. Mediterranes Klima. Nie wieder Rheuma. Leider fürchte ich, dass meine Rente dafür zu knapp bemessen ist. Ja, ein wenig beneide ich unseren Herrn Odenthal schon. Wer? Na, Herrn Odenthal. Der lebt doch jetzt in Florida. Ja, ja, natürlich. Kommt diese Empfehlung eigentlich von Ihnen, dahin zu ziehen? Florida scheint ja äußerst beliebt zu sein. Ich? Ja, aus medizinischen Gründen. Wird das Rheuma wirklich besser? Ja, wie geht es denen denn dort so? Bestens. Die fühlen sich alle pudelwohl. Ich bekomme viel Post. Ich kann Sie beruhigen. Ihnen fehlt nichts weiter. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch etwas geben. Ist das notwendig? Haben Sie Angst vor Spritzen? Ach, ehrlich gesagt schon. Es ist nur ein kleiner Pieks. Machen Sie bitte den Arm frei. Was ist denn das? Vitamine. Ach, nein, danke. Den Arm frei, bitte. Eigentlich esse ich doch lieber frisches Obst. Aber Sie vertrauen mir doch. Ja, ja, natürlich. Wenn es morgen nicht besser ist, komme ich wieder vorbei. Beunruhigend finde ich das gar nicht. Eher schrullig irgendwie. Das ist eben nicht. Leider. Ich wollte ja nur, dass du vorbereitet bist, wenn du sie besuchst. Das Heim ist die beste Lösung. Die vernünftigste. Vielleicht wäre die häusliche Krankenpflege ja doch besser gewesen. Das war ihre eigene Idee. Sie wollte in ein Heim. Was hätte ich denn tun sollen? Oma hatte große Angst davor. Sie wollte auf keinen Fall in so eine Anstalt. Jetzt fang du auch an, von einer Anstalt zu reden. Das ist ein sehr schönes Altersheim. Wie kommst du überhaupt darauf, dass sie da nicht hin wollte? Sie hat es mir gesagt, als ich ihr beim Packen geholfen habe. Ja, ich musste ihr versprechen, dir nichts zu erzählen. Oma weiß doch genau, wie viele Vorwürfe du dir schon machst. Sie fand, das ist die vernünftigste Lösung. Es war ihre Entscheidung. Warum musst du denn immer alles wortwörtlich nehmen? Wir müssen uns einfach ein bisschen mehr um Oma kümmern. Ich könnte zum Beispiel versuchen, 2-3 Mal die Woche bei ihr vorbeizufahren. Wenn Oma ein bisschen mehr Zuwendung bekommt, dann hört sie bestimmt auf, dir solche Räuberpistolen zu erzählen. Ich werde mit ihr reden. Obwohl ich den Gedanken ganz lustig finde. Oma als Miss Marple? Tote schreiben keine Postkarten. Stimmt. Tote ganz sicher nicht. Sie haben sich geirrt. Es müssen Fälschungen sein. Die sind doch mit diesem Sarg nicht einfach so spazieren gefahren. Es war ein langer Tag. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Jetzt?
Naja, ausgeschlafen sind Sie mir sowieso eine größere Hilfe. Modell Amazonas. Aus Tropenholz. Handgefertigte Griffe. Das hätte ihm sicher gefallen. Muss es denn immer gleich das Teuerste sein? Halten Sie den Mund. Ein bisschen mehr Respekt vor Herrn Odenthal, wenn ich bitten darf. Schließlich hat er 12 Jahre bei uns gelebt. Und die Tropen hat er so gemocht. Ja, das hat er. Bringen wir es hinter uns. Erde zu Erde. Staub zu Staub. Sei nicht traurig. Er hatte doch niemanden mehr. Wenn man ihn regulär auf der anonymen Streuwiese bestattet hätte, wäre niemand gekommen. Sie sind zu spät. Ich wollte ich. Ja, Sie haben es vergessen. Oh, so 6 oder 8. Nicht alle ziehen nach Florida, aber viele. Na, das können Sie ja nicht wissen. Sie sind ja noch nicht so lange bei uns. Aber es ziehen ab und zu welche von uns dahin. Ach, Florida muss schön sein. So viel Sonne. Und dann das Meer. Oh. Hallo. Ja. Wir haben Frau Gerber gefunden. Sie wohnt bei ihrem Sohn in Niederbayern und er freut sich bester Gesundheit. Sicher? Naja, ich habe da angerufen und so getan, als würde ich eine Umfrage machen. Tja. Den Odenthal haben wir noch nicht, aber wenn er gerade erst ausgezogen ist, dann dauert das noch, bis er sich ummeldet. Und wenn er wirklich in Florida ist? Dann ist kompliziert. Dann müssen wir versuchen rauszubekommen, ob er im Heim eine Nachsendeadresse hinterlassen hat. Aber ehrlich gesagt, so wie es bis jetzt aussieht. Scheint alles in Ordnung. Danke. Hallo? Mama, ich bin's. Hör zu. Du, es ist schon viel öfter passiert. Herr Odenthal und Frau Gerber sind nicht die einzigen Opfer. Du, Mama, Frau Gerber lebt. Und wir finden sicher auch Herrn Odenthal noch. Das muss ein Irrtum sein. Du musst für mich auch noch die anderen Namen überprüfen. Bitte. Mama. Sonst kann ich hier nie wieder ruhig schlafen. Einverstanden. Und noch was. Der Leichenwagen, der Herrn Odenthal abgeholt hat, war beschriftet mit Grünberg Bestattung. Diesen Laden musst du unbedingt mal ansehen. Gut, mach ich. Und jetzt schreib dir die Namen auf. Keller, Heinrich. Beimer, Charlotte. Rühlsdorf, Friedrich. Meine Mutter hat mir die ganze Liste mit Namen gegeben. Die Opfer der letzten Jahre. Miguel hat den Befund aus dem Labor. Ja, in der Spritze, die du gefunden hast, war Morphium. Wird bei Schwerkranken eingesetzt. Aber entsprechend hochdosiert führt das natürlich relativ schnell zum Tod. Sterbehilfe? Wäre doch möglich. Also das wäre wirklich nicht das erste Mal. Damit wäre auch völlig klar, warum der Arzt die Sache vertuschen will. Aktive Sterbehilfe ist strafbar. Dr. Brenner sagte, er hatte nur eine leichte Lungenentzündung. Was hätte er denn sonst erzählen sollen? Dass er den Typen gerade von seinen Schmerzen erlöst hat? Überleg doch mal, Hajo, wer so krank ist, fliegt nicht nach Florida. Mal angenommen, wir reden von Sterbehilfe. Wo ist die Leiche? Entschuldigen Sie. Guten Tag. Oh, verzeihen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Macht viel Arbeit, so ein großer Garten. Ja, ist mein Hobby. Aber Sie verwenden auch künstliche Blumen. Wenn Sie ein Arrangement in Auftrag geben, dann sind es natürlich frische. Ja. Ich bin hergekommen, weil meine Mutter, die lebt im Haus Abendruh. Eine gute Wahl. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich alle Fälle seit Jahren in diesem Haus betreue. Und gibt's viele? Naturgemäß. Ja, Sie wurden mir empfohlen. Gut, dass Sie sich schon Gedanken machen. Was stellen Sie sich denn vor für Ihre Frau Mutter? Ach, das ist doch
Und der ist eigentlich ganz hübsch. Ja, von innen? Elfenbeinfarbenes Organza. Entschuldigung, ich habe das Holz vorhin frisch poliert. Aber ich kann Ihnen ein Musterbuch zeigen. Mhm. Wirklich hübsch. Gibt es hier in der Nähe einen Friedhof? Das wäre dann der Südfriedhof. Direkt in der Nähe gibt es leider nichts. Hätten Sie denn Interesse an einer Grabstelle? Ich könnte Ihnen da ein ganz interessantes Angebot machen über eine Familienruhestelle. Die Preise sind zwar jetzt schon etwas höher, aber sie werden noch weiter steigen. Das ist eine hervorragende Investition in die Zukunft. Das klingt ja gut. Haben Sie vielleicht Prospekte? Das heißt doch bei Ihnen Prospekte. Wir nennen es unsere letzter Wegberater. Ich hole Ihnen mal welche. Ist da jemand? Bleiben Sie denn? Ich wollte nur mal sehen, ob... Also bitte, kommen Sie jetzt, wir haben es eilig. Ja, Entschuldigung. Jedes Mal dasselbe. Können Sie nicht einmal pünktlich sein? Nicht so fest. Ich mach das nicht, so nicht fest. Doch, das tut Nenne. Weh. So. Au, ach, na, halt mich doch still. Also geht denn das nicht anders? Es schwillt immer mehr an. Sie müssen zum Arzt. Ja, ja, halb so wild. Gehen Sie doch endlich nachsehen. Was sind Sie bloß für ein Angsthase? Ich gehe ja schon. Ich gehe ja. Gestern Nacht zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr ist es passiert. Sie haben ihn getötet und anschließend weggebracht. In einem Sarg. Moment, Moment, Moment. Gestern ist also jemand gestorben, wolltest du sagen? Ja. Ein Heimbewohner. Herr Odenthal. Und der Bestatter hat ihn abgeholt. Ja, hörst du mir denn nicht zu? Doch, doch. Bis dahin habe ich alles verstanden. Aber ehrlich gesagt... Das ist doch nichts Ungewöhnliches, dass hier in diesem... In einer Anstalt, in der sowieso dauernd jemand stirbt, willst du sagen? Mama! Sag doch nicht immer Anstalt. Herr Odenthal wurde ermordet und du hast die Pflicht, die Killer zu verhaften. Störe ich? Setzen Sie sich, Sie sind ein Zeuge. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen. Mein Sohn denkt nämlich, ich werde langsam plemplem. Ach, das ist Herr Singer, mein Bekannter. Er war Schauspieler. Schauspieler bleibt man sein Leben lang.
Das ist eine Berufung. Verzeihen Sie bitte. Geht es Ihnen besser? Viel besser, danke. Sie sind also befreundet mit meiner Mutter. Können Sie was über diesen Vorfall sagen? Wir sind sehr, sehr gut befreundet. Und ich hoffe, du nimmst dir daran ein Beispiel. Er sieht doch wirklich noch passabel aus. Verstehen Sie, warum er keine neue Frau findet? Also, was haben Sie denn genau gesehen? Ein Auto. Ja, genau genommen eigentlich nur die Rücklichter. Es war der Leichenwagen. Mit dem haben Sie ihn heimlich weggebracht. Jetzt sagen Sie es doch schon. Ich kann doch nicht... Ich meine, ich muss der Polizei doch die Wahrheit sagen. Also, wir fangen noch mal von vorn an. Du bist also der Meinung, dass hier ein Verbrechen passiert ist? Guten Tag. Tag. Komm mit. Vor 4 Wochen ist Frau Gerber plötzlich verschwunden. Einfach so in der Nacht. Wer ist Frau Gerber? Das erste Opfer. Und nach ihrem Verschwinden habe ich angefangen aufzupassen, Fragen zu stellen. Und dann, letzte Nacht, ist es wieder passiert. Und wieder haben sie beim Frühstück uns erzählt, Herr Odenthal wäre umgezogen, angeblich nach Florida. Ich vermute, es ist Dr. Brenner. Ja, überprüf das. Kannst du das? Ja, das kann ich. Gut, dann werde ich weiter recherchieren. Du setzt dich da hin und schonst dich. Und keine Alleingänge mehr. Guten Tag. Tag. Dr. Brenner. Ah ja. Ich bin der Sohn von Frau Treutschke. Und meine Mutter liebt Sonne und möchte gern umziehen. Das Zimmer ist ja jetzt frei. Herr Odenthal hat uns leider verlassen. Ja. Ich habe davon gehört. Was fehlte ihm denn? Nichts. Nichts? Er hatte eine leichte Lungenentzündung. Aber jetzt geht es ihm wieder bestens. Er ist ausgezogen. Woanders hin. Wohnt jetzt in Florida. Ja, ist auch ein besseres Klima. Wissen Sie, meine Mutter ist nur etwas enttäuscht. Das ging alles so schnell. Er hasste Abschiede. Ah ja. Wegen des Zimmers sollten Sie mit Frau Lenkheit, der Leiterin, sprechen. Ah ja. Vielen Dank. Geht's Ihnen gut? Ich bin Arzt. Wenn es mir nicht gut ginge, würde ich was nehmen. Na dann. Vielen Dank. Ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen um meine Mutter. Die war früher immer so logisch, so nüchtern. Ist schon schlimm, wenn es dann bergab geht. Überprüft die beiden Namen und findet heraus, wo die alten Herrschaften geblieben sind.
Vielleicht beruhigt das ja meine Mutter. Ach ja, noch was. Dieser Dr. Brenner, also der war wirklich sehr merkwürdig. Das ist die Langeweile. Boah, das ist ja auch Horror, in so einem Heim zu sein. Das Einzige, was du tun kannst, ist den ganzen Tag rumsitzen und aufs Ende warten. Meine Mutter hat einen Oberschenkelhalsbruch. Sie kam die Treppen nicht mehr hoch. Ich konnte sie nicht zu mir nehmen. Ja, und außerdem ist es besser. Wenn wirklich mal was passiert, dann ist Tag und Nacht jemand da. Ja, ich habe mir es wirklich nicht leicht gemacht, ein gutes Heim zu finden. Und Abendruhe ist ein gutes Heim. Es gibt schöne Zimmer, Gemeinschaftsraum, da wird gerade alles renoviert. Das ist kein Haus, das ist ein Schloss. Hajo, ich habe hier was über den Dr. Brenner. Dr. Johannes Brenner verlor seine Stelle als Chefarzt einer großen Klinik nach einem Kunstfehlerprozess. Das war vor 6 Jahren. Ich habe in dem Zimmer von dem Odenthal diese Spritze gefunden. Ich würde gern wissen, was da drin war. Ach ja, der Herr Odenthal. Also das ist wirklich ein Verlust. Wir haben tagelang zusammen Rommi gespielt. Finden Sie es nicht etwas seltsam, dass er sich so gar nicht verabschiedet hat? Ja. Wahrscheinlich wollt ihr den Abschied nicht noch schwerer machen. Oder er war so aufgeregt, dass er es einfach vergessen hat. Vielleicht. Früher hat er ja wohl nie über Florida gesprochen. Oh doch, wer nicht? Wenn man auf eine so lange Reise geht, dann hat man bestimmt andere Dinge im Kopf, als noch einmal die Runde zu machen und sich von allen zu verabschieden. Alle, die nach Florida ziehen, machen das so. Alle? Ja, wer denn noch? Och, das weiß ich gar nicht mehr so genau. So.